So, ein herzliches Willkommen zurück zu dem kleinen Update-Video. Und zwar wollte ich heute ein bisschen mit euch über ein paar Sachen reden. Einfach so, das, ja, einfach für Informationen für euch, was den Kanal jetzt erst einmal angeht. Ich dachte mir erstmal so, ja Gott, kann man ja mal machen, ne? Und zwar haben wir ein paar kleine Sachen, womit ich eigentlich euch reden wollte oder will, weswegen ich jetzt hier diesen Kanal erst aufnehme. Und deswegen würde ich einfach erstmal sagen, fangen wir erstmal direkt an mit den Punkten, die ich für euch heute vorbereitet habe. Und zwar möchte ich einmal heute mit euch über die zweite Season der OPL reden, über die nächsten eventuellen Projekte und mögliche Livestreams. Und zwar fangen wir mit der OPL Season 2 an, würde ich jetzt erstmal sagen. Und zwar, für mich ist es erst einmal Halbzeitpause. Wir haben den 13. Spieltag bereits hinter, also ich habe den hinter mir, ihr seht ihn noch am Mittwoch. Und ja, nach dem 13. Spieltag ist erst einmal Pause, denn wir gehen jetzt auch erstmal in unsere kleine Rückrundenpause. Das heißt, wir bereiten jetzt alles vor für den, für den Rückrundendraft. Die Picks müssen dann gewählt werden, welche rausfliegen, welche nicht. Alle, die mein Team kennen, wissen, ich habe massive Probleme mit der Gesteinsschwäche. Da muss ich was ändern. Und ich hoffe, ich kriege das auch so im Grunde hin, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber das werde ich dann sehen, wenn es heißt, der Stream läuft. Sage ich gerade Stream? Ich meinte hier natürlich den Draft. Und wenn ich jetzt richtig liege, so haben wir bereits abgestimmt, dass wir am 15.12., also den nächsten Samstag war das, glaube ich, lass mich nochmal schnell nachgucken, ja, nächsten Samstag, den Draft auf jeden Fall stattfinden lassen werden. Die Uhrzeit, ich weiß jetzt noch nicht, ob das jetzt schon safe ist, aber es sieht mal ganz danach aus, als würden wir um 14 Uhr anfangen. Die andere Frage ist halt einfach nur, soll ich das Livestream für euch also im Hintergrund laufen lassen oder nicht? Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich habe es zwar schon bei mir auf dem Discord angesprochen, aber nochmal so, nicht jeder ist im Discord drin oder nicht jeder ist momentan im Discord aktiv. Deswegen immer nochmal so nachfragen. Schreibt es mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare, ob ihr da was mitsehen wollt. Also ich werde da jetzt nicht groß technisch was herbeizaubern können, wie jetzt die Jungs aus der GPL. Ne, dazu bin ich nicht in der Lage. Allein weil ich ja nur ein Ein-Mann-Team bin. Und ja, da haben wir schon halt wieder das grobe Problem mit den Livestreams selbst. Denn ich kann ja die guten Streams eigentlich nur auf dem PC machen. Ich habe aber noch nicht wirklich das Equipment dafür, um es überhaupt machen zu können. Eingehend ist es auch natürlich ein bisschen blöd mit den nächsten Projekten, aber dazu komme ich später. Also wie gesagt, die OPL Season 2 geht jetzt erst einmal in die Pause. 15.12. ist unser Draft und der erste Spieltag der Rückrunde kommt dann, glaube ich, was haben wir abgemacht? Im Januar auf jeden Fall, also nach Neujahr. Weil ich das noch im Kopf habe. Ich glaube ja. Ich glaube, darauf hatten wir uns geeinigt. Haben wir das hier irgendwo für den noch drinstehen? Ja. Upload ist der 2.1.2019. Und damit wird dann auch unser letzter Spieltag am 27.03.2019 sein. Und deswegen kommen wir doch einmal direkt zum nächsten Punkt, zu den kommenden Projekten. Denn, wer hätte es gedacht, die Halbzeitrunde oder die Halbzeit ist jetzt quasi für mich am Start und ich habe jetzt genügend Zeit, um halt Sachen zu planen. Unter anderem sind wir auch dabei oder haben angefangen, die nächste Season meiner eigenen Liga zu planen. Hier werde ich dann erst einmal auch nochmal sagen, ja, es wird schon wahrscheinlich wieder einen Namenswechsel geben. Der wird dann aber diesmal hoffentlich festbleiben, weil die anderen Namen haben mir irgendwie nicht so ganz gut gefallen. Ich wollte sie halt irgendwie an die aktuellen Situation anpassen. PCL war ja Pokémon Champions League, dann hatte aber der gute Ash Ketchup ja seine eigene gegründet mit demselben Namen und das ist irreführend. Deswegen habe ich dann gewechselt auf PWL, Pokémon World League.
aber das war eigentlich nur eine Anlehnung an die Weltmeisterschaft und die ist jetzt ja wohl bekanntlich vorbei. Und PEL will ich jetzt nicht machen mit der Pokémon Euroleague, das macht natürlich auch keinen Sinn, deswegen werden wir zwar wahrscheinlich wieder auf den alten am PCL zurückgehen, nur halt mit einem anderen Buchstaben noch davor, wahrscheinlich DPCL oder wie auch immer. Das ist aber auch noch nicht wirklich X, wir sind uns, also ich bin mir da noch uneinig. Weil, wenn wir ganz ehrlich sind, DHPL hört sich auch viel zu doll nach der Deutschen Post an. Ich bin ja nicht die DHL, ne? Deswegen denke ich mal eher, dass DPCL schon eher der Name werden wird. Erwartet aber erstmal noch nicht zu viel. Das ist jetzt noch kein Ankündigungsvideo für die nächste Season. Es ist einfach nur schon mal ein Anreiz dafür, dass ihr Bescheid wisst, ist es bereits in Planung. Wie das dann alles ablaufen wird, wissen wir momentan selbst noch nicht. Wie gesagt, wir sind halt erstmal in Planung. Wir wollten jetzt eigentlich erst einmal so Anfang Regelwerk erstellen. Wie wollen wir den Spielablauf dieses Mal überhaupt machen? Wie viele Teilnehmer wollen wir haben? Also halt das ganze, die ganzen Grundplanungen, bla bla bla. Ne? Deswegen, das ist in Arbeit. Was anderes ist ebenfalls in Arbeit, worüber ich nachgedacht habe, wozu mich der gute Present LP sogar eher teilweise animiert hat, würde ich jetzt einfach mal sagen, weil ich glaube, wir kennen alle seinen aktuellen Content mit Showdown Live. Das ist ein Showdown Live Content. Auf jeden Fall, wo er da Teams aus der Community nimmt und halt in den jeweiligen Tiers kämpft. Und sowas hat irgendwie dann auch mal ein bisschen mein Interesse geweckt und hat mir so gedacht, ey, warte mal, bevor hier gar nichts mehr kommt, außer OPL oder Liga-System, kann man auch immer wieder was anderes machen. Soul Links ist so die eine Sache, Schneideprogramm habe ich nicht wirklich richtig. Das Einzige, was ich jetzt hier momentan besitze, ist halt dieses blöde Windows Movie Maker. Und das ist halt, wie wir alle wissen, Crap. Aber für was anderes habe ich erstens nicht das... Okay, gut, das Geld hätte ich schon, aber ich will es mir nicht kaufen, weil ich da in dem Sinne geizig bin. Und dadurch, dass es ja eigentlich ja nur ein, ich will jetzt nicht Fun-Kanal sagen, sondern eigentlich mehr so hobbymäßig ist, ist da für mich so eher mehr die Situation, lohnt es sich überhaupt da groß was zu investieren? Ja, ich weiß, es gibt Alternativen in Anführungsstrichen, aber immer ehrlich, ich brauche sowas nicht machen, wenn ich das sowieso hier nicht 100% ernst nehmen. Wie man natürlich auch bemerkt hat, sind die Projekte, die hier natürlich kommen, ein bisschen abgeschwächt worden, einfach aus auch zeittechnischen Gründen. Ich wiederhole es immer wieder gerne, Arbeit, denn die Arbeit nimmt mich momentan ziemlich in Anspruch, würde ich jetzt einfach mal sagen. Deswegen, ich versuche mich da eigentlich momentan eher mehr auf die Arbeit zu konzentrieren als auf alles andere. Das habe ich am Anfang irgendwie... Da war ich noch halt so richtig in diesem YouTube-Hype, da wollte ich machen und habe alles andere vernachlässigt. Und das war natürlich ein Fehler, wodurch ich dann halt wieder in so eine Situation gekommen bin, wo ich halt ein bisschen eher unglücklich wurde. Nein, ich bin nicht depressiv. Nur so gesehen, ich bin der positivste Mensch, den ich mir vorstellen kann. Und ja, okay, gut, außer bei Dapper Daylight, da bin ich nicht mehr der fröhlichste Mensch, da bin ich am Ragen bis zum Geht nicht mehr. Genau, also was das halt wirklich angeht, da muss man halt wirklich ein bisschen schauen, wie es da weitergeht in der Zukunft. Auf dem DS aufnehmen ist auch momentan ja nicht mehr möglich, weil meine Capture Card Schrott ist. Ich versuche immer noch da irgendwie mich mal ab und zu mal durchzuringen, mich an den PC zu setzen und mir dann ein paar Alternativen mal rauszusuchen, wie es sonst noch funktioniert. Oder mir da mal was einzustellen, wie zum Beispiel Citra, aber für Citra brauche ich ja diese Custom Firmware und die muss ich halt erst einmal raufkriegen und beim letzten Versuch wollte es nicht klappen und ja, da muss ich jetzt mal gucken, wie ich das zeittechnisch in den freien Zeiten, sage ich jetzt einfach mal noch, hinkriege, ob das was wird oder nicht. Ich habe jetzt nächste Woche wieder Spätschicht, das heißt, ich könnte am Abend da irgendwie noch ein bisschen rumfuchteln, aber die Lust nach der Arbeit, ja, kennt man ja. Ansonsten, ja, ich habe noch nichts zu Let's Go Pikachu und Evoli gebracht, einfach, ich habe das Spiel, ja. Eigentlich wollte ich es mir nicht kaufen, ich habe es mir trotzdem gekauft, einfach nur, damit ich Sachen finde, die ich dagegen sagen kann, was ich schlecht finde, was ich gut finde. Damit ich da mal so eine Art Review-Video machen kann. Ich denke, das wird auch demnächst irgendwann mal vielleicht kommen. Weiß ich nicht. Je nachdem, ob ich die Lust dazu habe.
Und spätestens zu Pokémon Switch 2019 wird aber definitiv was kommen. Denn ja, ich habe mir noch jetzt nicht so einen Elgato geholt, damit ich das da irgendwie über die Switch aufnehmen kann, weil über Switch die Aufnahmen machen, speichern, das geht ja nicht ganz mit nur 25 Sekunden. Macht ja keinen großen Sinn. Deswegen muss ich mir halt auch erstmal was einfallen lassen, bevor das überhaupt wirklich funktioniert. Und ja, es ist halt auch alles eine Geldsache und wie gesagt, dadurch, dass es ja eigentlich nur ein Hobbykanal ist, weiß ich nicht, ob es sich lohnt, überhaupt dazu groß was zu investieren. Nur um da halt noch weiter Content zu bringen. Ansonsten bringe ich halt einfach eher mehr nur lieber Showdown-Kämpfe oder halt Ligasysteme. Das ist dann halt eben im Endeffekt so. Oder halt Sachen auf der Playstation, wenn ich jetzt mal zum Beispiel ein neues Spiel habe, aber ich weiß auch, selbst da wird es sich höchstwahrscheinlich kaum jemand ansehen, weil eben andere Konsorten, die etwas größer sind als ich, natürlich das Spiel ebenfalls bringen. Welche jetzt gerade zum Beispiel im Mainstream sind, zum Beispiel damals, als jetzt Spider-Man rauskam für PS4. Ich hätte auch gerne gestreamt oder halt aufgenommen. Hat aber nicht gerade viel gebracht, weil andere Konsorten wie Gronkh und Co. natürlich ebenfalls dieses Spiel gespielt haben und ihr natürlich da eher reingucken werdet als jetzt bei mir, den kleinen Wicht. Okay, warte mal, so klein bin ich jetzt auch wieder nicht von meiner Statur her, aber von der Abonnentenzahl, sagen wir es mal eher so. Es wird auf jeden Fall noch ein längeres Thema werden. Ich muss da echt gucken, was ich mache, wie ich es mache, was ich machen will. Und dementsprechend auch für Dead by Daylight sammle ich schon ein bisschen was, um eventuell eine mögliche Idee einzubringen. Aber auch hier, das ist natürlich eine sehr großer Arbeitsaufwand. Und ja, da muss man erst einmal sehen, lohnt es sich. Ist es dann auch so, wie es mir dass es mir gefällt. Und das ist halt immer so, wenn ich an was arbeite, dann muss es eigentlich gut werden. Es nervt mich halt immer extrem, wenn es halt nicht gut geworden ist. Und unter anderem PS4-Aufnahmen sind halt immer generell ein bisschen schlechter als jetzt am PC. Ist ja klar, weil hier am PC habe ich meinen Tisch. Hier kann ich mein Mikrofon hinstellen und das Ding kann hier leider nicht nach oben geschoben werden, was natürlich ein Riesenproblem ist. Aber sich jetzt ein komplett neues Mikrofon deswegen kaufen für 110 Euro oder 112 Euro ist dann natürlich auch wieder ein bisschen viel zu happig, allein wenn man schon ein Mikrofon hat. Also deswegen, das ist, ja, hier ist halt alles geldtechnisch, ne? Da muss man gucken, wie man es macht. Man will sich natürlich auch ein bisschen verbessern und hofft natürlich auch, dass es vielleicht ein bisschen größer wird oder so. Aber ja, es sind halt immer noch Punkte, an denen man arbeiten muss. Und dafür brauche ich aber natürlich auch erst einmal die Zeit. Urlaub wäre sowas zum Beispiel, aber dieses Jahr werde ich bis auf den Betriebsurlaub keinen Urlaub mehr haben. Und weil mein Urlaub halt nicht genehmigt wird. Weil wir sonst zu wenig Leute auf der Firma haben in unserer Abteilung und deswegen geht das nicht. Kommen wir zum letzten Punkt, den Livestreams. Danach will ich euch auch eigentlich nicht mehr lange hier rumlungern lassen, euch wieder der Freiheit der wilden Laufbahn freigeben, denn die Livestreams. Es wird des Öfteren mal, denke ich mal, ein paar Streams noch geben. Hauptsächlich höchstwahrscheinlich dann Dead by Daylight mit den anderen Leuten. Ist natürlich immer schön, wenn jemand mit dazukommt und so sich das ansieht. Aber ich weiß auch, dass Dead by Daylight natürlich hier nicht wirklich jeden interessiert. Deswegen habe ich auch ab und zu mal überlegt, eventuell wirklich das, was ich eben gerade noch angesprochen habe, so ein Showdown live mal zu machen. Also halt wirklich Showdown Battles mit, was weiß ich, Teams. Sei es jetzt von euch oder halt selbst erstellt mit einem Kollegen. Dann zusammen halt Livestream auf Showdown und Laddern. Das könnte ich mir auf jeden Fall ganz gut vorstellen, dass man das machen könnte. Was auch, denke ich, definitiv irgendwann mal vielleicht noch kommen wird. Und was könnte man denn noch? Eventuell habt ihr hier Vorschläge, was man so vielleicht noch, was euch interessieren würde, was man streamen könnte. Sei es jetzt irgendein, okay gut, jetzt Online-Spiel würde ich jetzt erstmal nicht sagen, ne, weil das muss ich mir erstmal wieder runterladen. Ob ich darauf Lust habe, ist eine andere Sache. Halt Showdown zum Beispiel. Oder wollt ihr dieses komische Duel Links sehen, was ich jetzt mal eher nicht glaube. Könnte man bringen, ja. Aber dafür müsste ich dann auch erstmal gucken, wie ich das vom Handy dann auf dem PC kriege. Ist ja egal. Es gibt auf jeden Fall noch so ein paar
es ist Livestreams, ne, würde ich gerne machen, ist aber nicht so extrem oft, weil, ja, bringt halt im Grunde nix. Sowieso nicht, selbst wenn ich jetzt nicht Livestreamen würde, es würde für mich eigentlich keinen großen Unterschied machen. Der einzige Unterschied ist halt einfach nur, dass es mehr ein bisschen Content gibt. Und das war's. Aber ja, man könnte auf jeden Fall natürlich immer noch Livestreams bringen, je nachdem, wie die Resonanz von euch ist. Jetzt OPL Season 2 werde ich, denke ich mal, je nachdem, wie ihr das wollt, wirklich so im Hintergrund dann laufen lassen, so dass ihr ja den Chat, den Voice-Chat, denke ich, hoffentlich mal mitbekommt. Und ja, halt dann den Rest. Vielleicht werde ich dann halt so mit gemuteten Mikrofon in den, ja, in dem Voice-Channel ein kleines bisschen kommentieren, was ich dazu denke oder so, ne. Also, ihr werdet mich dann vielleicht dann sogar hören, der Rest natürlich nicht. Ich mache das auch nicht, ich weiß es halt noch nicht, muss ich für mich selbst entscheiden, ich bin mir dann noch unsicher. Erst einmal kommt es drauf an, ob ihr überhaupt sowas als Livestream haben wollt, mitzusehen, was pickt wer. Wirklich groß was verändern kann ich nicht. Also, so viel ist gesagt, ich habe nicht die ganzen Grafiken, dass ich die im Stream selbst bearbeiten kann. Ist ja leider nicht möglich, ne? Deswegen, ja, erwartet euch zumindest bei sowas nicht allzu viel. Ja, ich würde sagen, das wäre es dann auch erst einmal. Mehr habe ich im Moment nicht zu sagen. Wenn ihr natürlich auf diesen Kanal gekommen seid, um euch halt die OPL-Kämpfe anzusehen, sage ich jetzt auf jeden Fall, wir sehen uns das nächste Mal erst einmal am Mittwoch wieder. Und danach wünsche ich euch weiterhin ein schönes Weihnachtsfest. Kommt gut ins neue Jahr rein und wir sehen uns dann am 2.1.19 wieder. Wenn es wieder heißt OPL Season 2, der Start der Rückrunde. Vorbei, warte mal, da fällt mir noch eine Sache ein, die ich zu OPL vergessen habe. Und zwar wird es wieder einen kleinen Wechsel geben. Ja, denn der gute Teddy-Kun kann leider nicht mehr weitermachen wegen seinem Internet. Und deswegen haben wir da wieder einen neuen bei uns in der Liga drin, den guten Eve. War das, glaube ich, Eve? Ja, ich glaube, das war der Eve. Aber dazu werdet ihr später im OPL-Video noch irgendwas mitbekommen. Spätestens im Rückrundendraft. Ne? Spätestens da hättet ihr das wahrscheinlich sowieso gesehen. Hä, wo ist denn der Teddy-Kun? Ja, ja, der ist nicht mehr da. Bin ich immer noch, wie gesagt, schade. Bringt auch ein bisschen so meine Planung wieder durcheinander, was ich eigentlich haben wollte. Jetzt bin ich wieder am Überlegen, nimmst du vielleicht doch was anderes? Und dann, ja, scheiße, nächste Woche ist er ja schon. Oh, verdammte Scheiße. Hast kaum noch Zeit. Verdammt. Gut. An den Rest, es wird, denke ich mal, noch so Weihnachtszeit ein, oder ich würde jetzt nicht mal sagen zur Weihnachtszeit, aber in den kommenden Tagen würde ich jetzt einfach erst einmal andeuten, nochmal so ein kleines Video geben, halt mit den Showdown-Kämpfen, und da werde ich halt noch ein Team von mir benutzen und danach könnt ihr mir dann halt eure Teams einreichen, wie ich das mache, wie, ob ich das auch so mache wie Present über halt so ein Google-Formular, dass ihr das dann da eintragen könnt, oder mir halt einfach eure Sets in die Kommentare schreibt, oder ja, doch, Kommentare schreibt, das ginge auch. Oder welches Pokémon ihr gerne mal sehen wollt. Das könntet ihr natürlich auch machen. Dann könnte man auch sowas ähnliches machen. Wie bei Steve mit seinem Ranked Rumble. Nur, dass es halt auf Showdown ist. Ne? Dass ihr gerne mal sagt, ja, ich hätte gerne dieses Tier mit dem und dem Mon. Lässt sich da eventuell was machen. Und dann, ja, machen wir halt eine kleine Challenge-Time da draus, ob das da funktioniert oder nicht. Ich würde mich freuen darüber, denn das würde mir auch helfen, auch um besserer Spieler, sage ich jetzt mal, wieder zu werden, weil ich habe auch bemerkt in der OPL, ne, teambedingt natürlich auch, dass mein Team natürlich kacke ist und dass ich sehr viel überlegen muss, um gut an meinen Gegner überhaupt vorbeizukommen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich momentan sowieso wieder eine Teamblockade. Ich weiß einfach nicht, wie ich mein Team verbessern soll. Was soll da rein? Was kann mir helfen? Was ist gut? Was ist scheiße? Toll, ich habe nur 4 Picks. Mindestens 2 davon gehen schon mal weg, weil, ja, scheiße, ich habe nur noch 2. Was will ich wo? Ah, oh, verdammt, nee, das willst du auch eigentlich drin haben. Und ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ja, ansonsten denke ich mal sogar, dass wenn es heute noch einmal zum Zocken kommen sollte, sage ich jetzt mal Dapper Daylight, dass es eventuell sogar ein Stream werden könnte. Ich schätze jetzt mal so 17, 18 Uhr rum spätestens, würdet ihr das dann bemerken, wenn ich dann auf einmal in Discord schreibe, hey Leute, ich bin online.
Oder ich mache halt nochmal so ein kleines Ankündigungsvideo vorher. Hey Leute, ich bin jetzt online auf Twitch. Kommt doch dazu, wenn ihr das Spiel Dingsbumsens, da Dead by Daylight, Pokémon oder was auch immer. Na, je nachdem, was ich dann halt streamen sollte. Dass ich das dann vielleicht auch noch so hochlade, damit man das auf YouTube auch noch mitbekommt. Könnte man eventuell alles einführen auf jeden Fall. Na gut, ich verziehe mich jetzt wirklich. Ich wünsche euch halt noch an allen, die sich das Video hier ansehen, einen wunderschönen Restsonntag. Ansonsten sehen wir uns erst einmal Mittwoch wieder und gegebenenfalls an anderen Tagen auch noch. Falls nicht, spätestens am 2.1.2019, wenn es wieder heißt OPL Season 2 Rückrunde. Spieltag 14. Ja, doch, 14. Bis dahin, macht's gut und ciao.